Herzlich willkommen mal wieder zu einem Stream der Rookie Liga. Wir fahren heute kein Fun-Rennen mehr, sondern wir nennen es mal Saisonvorbereitung. Und leider höre ich nichts auf meinen Kopfhörern, warum auch immer. Doch, ich höre was auf meinen Kopfhörern. Wunderbar. Ja, wir fahren kein Fun-Rennen mehr, sondern wir machen jetzt so langsam Saisonvorbereitung. Die Rookie-Liga startet nämlich Ende September. Alle Informationen gibt es auf der Facebook-Seite. Ich blende das natürlich alles noch ein. Und ja, was gibt es zu erzählen? Wir machen heute Nürburgring Nordschleife mit dem BMW 235i. Der BMW 235i wird auf jeden Fall einer der Fahrzeuge sein, die wir auch in der zweiten Saison der Rookie-Liga fahren werden. Ein unheimlich geiles Auto, wie ich meine, macht Spaß. Und wir Rookies in Anführungszeichen werden uns das erste Mal jetzt auf der Nordschleife zu einem offiziellen Rennen begeben. Wir haben eine Stunde Rennzeit. Ja, wir gucken einfach mal nochmal hier in das Setup. So, da muss ich auf jeden Fall noch den Sprit einstellen, bevor es losgeht. Das hätte ich fast vergessen. Ich fahre mit 80 Liter, nehme mit 70 Liter, 7 Runden sind eingestellt. So, das reicht. Die harten Reifen fahren wir, aber ich kann hier im Setup. Laden. Okay, noch den Sprit erhöhen. Jetzt hätte ich es fast vergessen, alles einzustellen. Das Qualifying nicht mitgefahren. Aber das ist auf der Nordschleife jetzt auch erstmal egal. Okay, ich bin soweit. Ich zeige mal, wie das Setup ist. Das hat uns ein Rennfahrer, der Effe, hat uns das gegeben. Und ich muss sagen, der BMW fährt sich damit richtig gut. Stoßdämpfer auch komplett ein bisschen was geändert, also ich bin zufrieden damit. Jetzt warten wir auf die letzten, die aus dem Qualifying jetzt hier eintreffen werden. Ja, wir sind ein fester Stammfahrerkreis, was die Rookie-Liga betrifft. Was aber nicht heißt, dass alle Plätze schon besetzt sind. Wir hoffen, dass sich so viele Leute wie möglich bei uns über die Facebook-Gruppe anmelden werden. Die Facebook-Gruppe, da passiert die komplette Kommunikation. Da verabreden wir uns zu solchen Rennevents. Montags ist immer Training 19.45 Uhr. Mittwochs ist immer ein Renntag 19.45 Uhr. Diese Zeiten bleiben auch fix, also man kann sich wunderbar darauf einstellen. Wer Familie hat und so weiter, kann das super genau planen. Rennende ist ungefähr 21.15 Uhr, 21.25 Uhr. Also das heißt, wer hier noch Nachtschicht fährt, der hat auch die Chance, bei uns mitzufahren, weil das Rennen ist dann vorbei und es gibt keine Rennen, die deutlich länger im Handling sind. Kommt zu uns auf die Facebook-Gruppe, meldet euch an, fahrt die nächsten Rennen mit. Das sind alles noch keine Liga-Rennen, sondern einfach, um sich kennenzulernen, um Spaß miteinander zu haben, um fair miteinander zu fahren vor allen Dingen. Und ja, hier sind quasi alle Fahrer vertreten, von wir haben richtig gute bis hin, wir haben etwas langsamere Fahrer und natürlich auch gut durchschnittliche Fahrer. Aber wenn man sich die Rennen der ersten Saison anschaut, da weiß man schon, wir bewegen uns alle innerhalb der ersten Plätze um eine Sekunde. Das heißt, für Spannung ist gesorgt. Auf der Nordschleife, welche Taktik fährt man am besten? Das ist immer eine spannende Frage. Weil hier kommt es, glaube ich, nicht aufs Qualifying an, dass ich auf jeden Fall den ersten Platz belege. Natürlich habe ich dann Vorteile, weil die Nordschleife ist eng zum Überholen. Aber was viel wichtiger ist, wer ohne Crash die 7 Runden hier fährt, der hat schon mal einen riesen Vorteil. Weil man braucht pro Runde ca. 10 Liter Sprit in dem Auto und diese Reifen hier, die harten Reifen, die halten die 7 Runden durch. Das heißt, wer nicht in die Leitplanke rauscht, ein schiefes Lenkrad hat und, der könnte ohne Boxenstopp diese 7 Runden fahren. Und wenn man sich einigermaßen, na, sag mal, vorsichtig verhält, obwohl auf einer Rennstrecke sich vorsichtig verhalten, ist eigentlich ein Widerspruch in sich, der hat gute Möglichkeiten, hier auf die vorderen Plätze einfach gespült zu werden. So, vom Ablauf, ich bin leider nicht in der aktuellen Party dabei.
Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob wir einen fliegenden Start machen oder ob wir einen stehenden Start machen. Grundsätzlich machen wir einen stehenden Start, aber hier gibt es am Hatzenbach immer das Problem, dass man letztendlich, wenn man zu eng hintereinander steht, dass es zu deutlichen Lecks kommt im Spiel. Deswegen müssen wir einfach mal abwarten, was hier die vorderen Plätze machen. Ich bin eh noch nicht mal der Letzte, aber wir fahren erstmal vorsichtig los und hoffen einfach, dass es gut vorangeht. Ja, ich werde wahrscheinlich während dem Rennen relativ wenig sagen, weil ich hochkonzentriert bin. Manchmal werde ich bestimmt was kommentieren, aber seht es mir nach, wenn nicht ständig ich hier am Labern bin, weil ich brauche meine Kapazitäten, um einigermaßen gut über die Nordschleife zu kommen. Eigentlich bin ich gut gewappnet. Ich hoffe, dass ich so Zeiten im Durchschnitt um 8 Minuten fahre. Wenn es schneller geht, bin ich froh. Und dann schauen wir einfach mal. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Start. Erstmal einen Rhythmus bekommen. Ich bin heute keine einzige Warm-up-Runde gefahren. Muss jetzt hier erstmal ein Gefühl dafür bekommen. Auch mal gucken, was so der Vorgänger macht, wie er bremst, wie er fährt, welche Linie er wählt. Okay, das Thema Lecks ist eigentlich immer an dieser Stelle hier besonders extrem. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wunderbar. Hier erstmal ein bisschen vorsichtiger fahren. Das ist eine Doppelrechtskurve, die man eigentlich mit gut im fünften Gang fahren kann, dass man hier auf die lange gerade Geschwindigkeit mitnehmen kann. Was schön ist, wir sind bis jetzt alle unfallfrei. Das freut mich. Hier bremse ich auch mal ein bisschen früher. Hier kann man schön im dritten Gang diese Kurve nehmen. Jetzt geht es in die Fuchsröhre, Vollgas, fünfter Gang, sechster Gang. Hier kann man den Curb gut mitnehmen, habe ich aber verpasst. Und das war natürlich ein Drama, 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 Drama. Ich könnte weinen. So. Das Lenkrad scheint nichts abbekommen zu haben, nur meine Scheibe. Konzentriert, ja, jetzt fehlt natürlich komplett der Rhythmus. Es ist auch schwer mit dieser Scheibe die Strecke richtig gut zu sehen. Wir gucken mal, ob es Sinn macht, nach der Runde an die Box zu fahren. Kann man auch im fünften Gang hier fahren. Außer der Scheibe scheint das Auto nichts abbekommen zu haben. Bremst jetzt hier mal deutlich früher. Drama, Drama, Drama. So habe ich mir das nicht vorgestellt, dass ich in einer verhältnismäßig leichten Kurve, wo ich noch sage, hier kann man über den Curb fahren, gleich vercrashe. Aber na gut, so ist das halt im Rennsport. Hier auch wichtig, früher ins Gas zu gehen, dass man hier auf der langen Gerade
einen Schwung mitnehmen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die zwei sich vor mir einigen können, dass sie sich überholen können. Weil gerade weiß ich vor der Mutkurve, dass meine Vorgänge, ich weiß nicht, wie sie die fahren werden, deswegen halte ich mal lieber ein bisschen Abstand. Bremse sogar ein bisschen ab, nehme die Mutkurve extrem defensiv. Aber bevor ich bin lieber der lachende Dritte, als direkt den Crash vermittelt. Iceman, lass uns vorbei. Ja, das habe ich mich noch nicht getraut. Das ist jetzt die Passage, die man schön im vierten Gang fahren kann. Alle Kurven schön im vierten Gang. Ja, nicht so viel bremsen, das kann man viel mehr durchrollen. So, ungeschickt hier eine Kampflinie zu fahren. Und zwei Leute, so wie wir jetzt gerade. Hier kann man schön über den Curb fahren und eigentlich voll auf den Pinsel gehen. Jetzt kommt die hohe 8. Eigentlich auch eine Passage für den vierten Gang. Ich fahre sie im dritten Gang, weil wir einfach so langsam sind. Hier schön durchrollen im vierten Gang. Das Bründchen ein bisschen abbremsen, dass man hier nicht zu weit rausgetragen wird. Kommt die Eiskurve. Über den Curb kann man fahren, kein Problem. Jetzt Pflanzgarten 1. Oh, das ist echt schwierig. Ich denke mal, die Döttinger Höhe, so lange müssen wir noch warten, um hier vorbeizukommen. Wir verlieren viel Zeit auf die vorderen und das mit einer kaputten Scheibe. Alles andere als optimal. Hier kann man eigentlich im fünften Gang schön Vollgas fahren. Man weiß halt auch nicht, wann die Vorderleute genau wie wann bremsen. Jetzt nur nicht den Anschluss verlieren, dass mir der Windschatten flöten geht auf der Döttinger Höhe. Das zweite Karussell kommt. Hier kann man viel mehr Gas geben. Kinder, Kinder, Kinder. Der Bobby hat es geschafft. Okay, ich bin am Windschatten dran. Das müsste eigentlich auf der Döttinger Höhe reichen, dass ich hier an Iceman vorbeikomme. Nur ich weiß natürlich nicht, wie groß mein aerodynamischer Schaden ist. Und ich merke schon, groß scheint er zu sein, weil mir fehlt einfach die Geschwindigkeit. Das wird jetzt wirklich ein schlechtes Rennen. Ich werde bewusst nicht an die Box gehen.
Sorry, ging nicht anders, aber lang genug hinterher geeiert. Sieht auch, dass ich deutlich an Abstand gewinne. Die Kampflinie von meinem Vorgänger mich nur aufgehalten hat. Wieder an der Stelle, wo mir der Unfall passiert ist. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen konzentrierter mich durcharbeiten kann. Jawohl. Hier kann man auch im dritten Gang fahren. Lässt das Auto etwas ruhiger wirken. Kommt eine schöne Doppelrechts. Wenn man die gut nimmt, kann man richtig viel Schwung mitnehmen. So, da sehe ich noch Bobby kurz vor mir, aber der hat sich schon ordentlich einen Vorsprung rausfahren können. Leider. Ja, ich wollte eigentlich das Rennen ein bisschen chillig angehen, aber meine Pläne sind komplett über den Haufen geworfen worden. Ein Fahrfehler und schon läuft alles anders, wie man sich das vorstellt. Hier merke ich, dass ich ein bisschen an Geschwindigkeit verliere durch meinen Schaden, den ich mir zugezogen habe. Aber warten wir mal ab, vielleicht fahre ich ja nochmal irgendwann die Leitplanke und dann lohnt sich der Boxenstopp deutlich mehr. Wir schauen einfach mal. Da habe ich Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Das war falsch angefahren. Da sieht man noch Bobby. Vielleicht habe ich noch mal eine Chance, an ihn ranzukommen. Ich will jetzt hoffen. Ah, hier habe ich mich ein bisschen vertan. Zeit wieder verloren. Das ist wieder die Passage mit dem vierten Gang.
noch fehlt mir komplett der Rhythmus und richtig der Bezug zu dem Rennen. Fahrfehler und Fahrfehler reiht sich gerade auf. Jetzt mal kurz durchschnaufen, Töttinger Höhe wieder. Ja, und ihr merkt schon, dass mir ein bisschen die Topspeed fehlt. Gerade jetzt am sechsten Gang ist das doch etwas schleppend alles. Normalerweise habe ich hier schon 2,35 bis 2,40 drauf. Aber ich werde auch weiterfahren. Noch sind die Fahrschäden nicht so stark zu spüren, dass es sich lohnt, an die Box zu fahren. Auto fühlt sich natürlich deutlich unruhiger an, aber alles noch im Griff. So, starten wir in die dritte Runde. Schade, dass es so wenig Duelle gibt, dass sich das Feld schon jetzt dadurch so weit auseinandergezogen hat. Und dass natürlich das jetzt eher ein bisschen uninteressant scheint. Für mich als Fahrer überhaupt nicht, ich bin hoch angespannt. Kurz eine gelbe Flagge. Ja, das liegt wirklich daran, dass ich hier die Strecke schlecht sehe, durch die ganzen Splitter in der Scheibe. Dass ich wirklich viel nach Gefühl fahren muss und die Nordschleife nach Gefühl zu fahren, ist nicht so einfach. Auch hier stimmte das Timing nicht hundertprozentig, dadurch ein bisschen Zeit verloren. Hier deutlich Zeit verloren. Okay, ich würde mal sagen, da hatte ich einfach extremes Glück, dass das Auto mir nicht abgeflogen ist. Kann ja nicht sein, dass mich da schon jemand überrundet. Da scheint auch irgendwas nicht zu stimmen. Haben wir aber keine blaue Flagge gezeichnet, würde ich jetzt erstmal den Kampf kurze Zeit aufnehmen, um mal einzuordnen, wie viel schneller ist er denn. Vorbei. Der Effe, jawohl, Spitzenreiter.
soll vorbeigehen. Ich will sie nicht aufhalten. Aber dass er mich jetzt schon überrundet, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass er auch schon mal in der Box war und dass er jetzt hinterher fährt und mich deswegen überholt. Er ist Fünfter. Zumindest nach der Grafik, die jetzt gerade eingeblendet wird. Aber gut, er ist ein schneller Fahrer. Ich halte ihn mal nicht auf, ist kein Problem. Konzentriere mich wieder auf mich. So, machen wir einfach nur mal die Zeit an. Die Reifen halten eigentlich. Da brauche ich nicht immer einen Blick drauf zu werfen. Jetzt war die Mutkurve optimal genommen, würde ich mal sagen. So, dass ich kaum was durch die Scheibe sehe, geht es eigentlich ganz gut. Hat mich das Karussell rausgeschubst, kein Problem. Kommen wir wieder zum Pflanzgarten 1 mit dem Sprung. Wir bremsen sich immer lieber ein bisschen früher, um sich auf die nächsten Kurven vorzubereiten. Und Zeit gibt mir recht. Oh ja, hier merke ich, dass das Auto aber überhaupt nicht mehr ruhig liegt in dieser Passage. Muss ich deutlich vom Gas gehen, damit ich das Auto nicht verliere. Konnte ich den Sprung schön mitnehmen. Jetzt sind wir wieder auf der Döttinger Höhe. Mal durchschnaufen. Bin jetzt an Position 6. Wir gucken mal, wie das Ranking hier so ist. Nicht vergessen zu schalten. Gut.
Auf geht's in die vierte Runde. Ja, 8 Minuten. Das war auch so mein Ziel, im Durchschnitt zu fahren. Ich dachte, im Durchschnitt. Durch die zwei Unfälle hat sich natürlich jetzt vieles verändert von meinem Vorhaben. Gerade in den schnellen Passagen merke ich, wie unruhig das Auto liegt und ich ganz schön zu kämpfen habe am Lenkrad. Auch hier ist mir das Auto auf einmal weggegangen. So, die Passage habe ich aber ganz gut genommen. Die Passage konnte ich schneller nehmen als bisher. Schön mit Vollgas fahren. Hier sind wir wieder gleich an der Stelle, wo ich meinen ersten Unfall heute hatte. Deutlich besser genommen, endlich mal. Was man auch gleich an der Zeit sieht, 1 Sekunde schneller als in den Runden zuvor. So, jetzt mal konzentriert weiterfahren. Endlich habe ich so ein bisschen was wie Rhythmus. Aber die Linie ist immer noch unsauber. Ich krempel hier die Curbs einfach an. Das passt noch nicht so richtig genau. Ohne gelbe Flagge wird geschwenkt. Ist auch schon wieder vorbei, die Gefahr, wunderbar. Hier die Doppelrechts, die kann man schön im 5. Gang fahren, jetzt voll auf den Pinsel steigen. Und da vorne sehe ich irgendein Auto, sprich die gelbe Flagge. Hat wohl auch dazu geführt, dass hier jemand eingeschlagen ist. Nicht übermütig werden, einfach mal abwarten, was passiert. Jawohl, die Passage konnte ich ganz gut nehmen, weil hier ist es immer wichtig, die Geschwindigkeit auf die lange Gerade mitzunehmen. Aber ich merke, dass mein Auto einfach in hohen Geschwindigkeiten nicht mehr optimal funktioniert. Von vorne sieht man so ein bisschen die Dellen in der Motorhaube. Ich denke, viele aerodynamische Teile sind hier einfach verbogen. Die zwei Passagen hier sehr gut genommen. Mir geht es gar nicht darum, jetzt hier irgendjemand zu überholen, sondern einfach mein Rennen zu fahren und entsprechend akzeptable Zeiten hier abzuliefern, sauber zu fahren, nicht mehr in den Leitplanken zu landen oder sonstigen Schaden im Auto zuzufügen. Momentan Position 6 ist okay.
hat auch super geklappt. Jetzt noch nicht übermütig werden. Der zweite Sprung, hier schön innen bleiben. Da muss ich immer ein bisschen vom Gas lupfen. Das Auto ist einfach zu unruhig. Da ärgere ich mich immer, dass ich zu früh bremse, aber dann probiere ich es mal später und zack, fliege ich an die Leitplanke. Das ist eher ein bisschen ängstlicher. Da habe ich viel Zeit verloren, weil ich irgendwie Angst habe, das Auto zu verlieren. Hier hätte ich es fast verloren. Ah, hier habe ich eine schöne innere Linie. Jetzt kann ich schön auf dem Pinsel stehen bleiben. Und jetzt gucken wir mal, was mir die Döttinger Höhe bringt. Erstmal verschnaufen. Und ich scheine eine Zeit unter 8 Minuten zu fahren, was schon mal sehr gut ist. Natürlich ist die Zeit unter 8 Minuten knapp nicht eine gute Zeit, aber in Anbetracht meines Schadens und den ganzen Begleitumständen bin ich erstmal zufrieden und die anderen müssen ja auch erstmal ihr Rennen zu Ende fahren. Jawohl, 7,55. Unter den Umständen bin ich erstmal zufrieden. Ah, so geht's leider nicht. Gucken wir doch mal, wie das so aussieht. Das ist der Bobby vor uns, 1,3 Sekunden Vorsprung. Hier bin ich jetzt erstmal auf Nummer sicher gegangen. Reifen schauen auch noch gut aus. Wir sind in der 5. Runde von 7. Das wird auf jeden Fall passen. Kein Harakiri hier machen.
jetzt an Nummer 5. Keine Ahnung, was da passiert ist. Oh, da sind gleich zwei vor mir. Jetzt gelbe Fahne zu sehen. Gespannt, wer das vor mir ist. Ja, hier fehlen mir einfach ein paar km/h. Auf der langen Gerade verliere ich eigentlich leider Zeit. Aber gut, so ist das halt. Der Boxenstopp wäre auf jeden Fall länger. Sehr gut durchgekommen. Mal sehen, ob mich der Cardius vorbeilässt. Wie er merkt, mach schon mal das Licht an, dass er merkt, ich bin auf einer schnellen Runde. Okay. Nur nichts riskieren hier. Ich sage mal vielen lieben Dank. Daumen hoch. Super gemacht. Arcadius, Dankeschön. Schon heftig aus, wenn der Tacho und der Drehzahlmesser vollkommen verrückt springen, wenn man über den Sprung jagt. Oh, das ist alles super knapp immer. Vielleicht kriege ich etwas Windschatten ab. Das wäre schön. Ah, hier habe ich zu viel Zeit liegen lassen. Ich musste vom Gas gehen. Die Strecke ging mir aus. Falsch angefahren. Okay, ich glaube, das mit dem Windschatten kann ich mir abschminken. Aber egal, ich bin auf Platz 5. Ich bin zufrieden bis jetzt. Mit wieder eine Zeit unter 8 Minuten. Erstmal durchschnaufen. Ja, hier fehlen mir fast 10 km/h. Das merkt man. Mhm.
Jawohl, wieder eine Zeit unter 8 Minuten, hervorragend. Sechste von 7 Runden. Reifen sehen noch hervorragend aus. Ah, hier musste ich ein bisschen auf die Bremse gehen. Ich hatte Angst, dass es mich zu weit rausträgt. Zeit verloren. Auch nicht optimal gefahren, noch zeigt die Zeit das Grünes an, aber ich werde jetzt Zeit verlieren. Habe einfach zu viel Schwung verloren, aber kein Problem. Jawohl, passt, passt. Alles auf der letzten Rille und mein Rückstand wieder wettgemacht. War natürlich viel zu risikoreich. Aber irgendwie Glück gehabt. Auch hier ist das. Ich muss mal gucken, was macht das Lenkrad. Es steht geradeaus. Juhu. Den fünften Platz konnte ich halten. Das Fahrzeug fährt noch geradeaus. Das ist die Hauptsache. Gefühl hat, man ist dran, dann kriegt man es einfach nicht geregelt, mit dem Gasfuß vernünftig umzugehen und lieber Safety First zu machen. Eigentlich heißt es für mich jetzt nur noch, gut ins Ziel zu kommen, keine größeren Schäden mehr zu machen. Rein theoretisch ist mir jetzt der fünfte Platz sicher, wenn ich hier nichts mehr verbocke. Und ja, passt als Ergebnis. Das Auto fährt noch einigermaßen. Erstmal jetzt ein bisschen vorsichtiger, gerade hier in der Mutkurve.
Hoffen wir nicht, dass man die Motorhaube hochfliegt. Die flattert schon so komisch. Die zwei Schaltvorgänge waren eigentlich unnötig, aber irgendwie fehlt jetzt wieder der Rhythmus so ein bisschen. Was anderthalb, zwei Runden richtig gut geklappt hat, muss ich ja jetzt wieder erst hart erfahren. Das Vertrauen in das Auto zurückgewinnen. Fühlt sich schon am Lenkrad alles ein bisschen anders gerade an. Dann knüpfe ich hier auch mal ganz kurz das Gas, um mal nichts zu riskieren, weil der fünfte Platz ist mir sicher. Ja, 34 Sekunden spricht eine deutliche Sprache. Und 6,2 Sekunden auf Bobby, naja. Vielleicht ist da noch was möglich, wenn er irgendwie einen Crash hat, ansonsten glaube ich nicht. Mal sehen, was ich jetzt für einen Geschwindigkeitsverlust hier habe auf der Tüttinger Höhe. Ah, schon deutlich. Sieht man an meiner Rückstandszeit, die ja wirklich sekündlich zunimmt. So, gleich beginnt die letzte Runde. Jetzt nochmal kurz richtig konzentrieren. Alles geben. Okay, die letzte Runde beginnt. Konzentrieren wir uns nochmal, um eine unfallfreie Vorstellung hier abzuliefern. Glückwunsch an deine schnellste Runde. Für mich heißt es nur noch, gut ins Ziel zu kommen. Gucken wir mal hier. Ja, 5. von 10 ist doch gut. Leider wird hier in diesem Spiel nicht die richtige Abstände hier gezeigt in dieser Grafik. Da hat leider Assetto Corsa nie richtig nachgebessert. Richtig konzentrieren. Das ist das zweite Mal schon, dass ich hier gleich nach der Fuchsröhre abgeflogen bin. Jetzt werde ich es nochmal besser machen können. Das geht doch. Das sind meine Bremsspuren. Jawohl.
zweimal komplett hier quer gestanden. Aber irgendwie Glück gehabt, dass das Auto nicht in alle Einzelteile zerbröselt ist. Weil ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Hervorragend aus. Bisschen spät gebremst, aber alles im grünen Bereich, sehr gut. Noch bin ich sogar eine halbe Sekunde schneller. Schwung rausgefahren und ich kann meine Zeit weiterhin ausbauen. So, ich merke aber schon, dass die siebte Runde jetzt wirklich auf die Konzentration schlägt. Gerade die ganze Zeit durch diese zersplitterte Scheibe zu gucken, ist wirklich anstrengend. Mir geht es hier wirklich noch voll bei der Sache zu bleiben. Der will mich nicht. Und eine Sekunde verloren. So undankbar kann das sein. Aber wie gesagt, ich will ja nur gut ins Ziel kommen und keine neue Bestzeit aufstellen. Das war nochmal knapp. Uiuiuiui. Ja, es wird wahrscheinlich Effe hinter mir sein. Aber diesmal werde ich nicht vorbeilassen, einfach so kampflos. Ja,
jetzt steht aber auch wirklich hier keine Linie mehr. Ist gut, dass die Runde gleich zu Ende ist. Ja. Da sieht man mal, dass es scheinbar Effe hinter mir. Das sind keine 12 Sekunden. Der hat jetzt einfach das fittere Auto und kann sich einfach schön im Windschatten ansaugen und vorbeimogeln. Naja, gute Reise. So, ja, ein sehr intensives Rennen geht zu Ende auf Platz 6. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier mal eine andere Ansicht bekommen, wie das Auto so von außen aussieht. Naja, hat halt ein paar Schrammen. Okay. Ich sag mal so, Position 6 ist alles weitere okay. Ich kann mich nicht beklagen, aber natürlich waren da unheimlich viele Fahrfehler und alles dabei. Natürlich, die Nordschleife bietet immer sehr viel Abwechslung und man weiß nie, wie so ein Rennen am Anfang, nicht am Anfang, sondern am Ende sich entwickelt. Jetzt gucken wir gleich mal, bis die letzten ins Ziel gegangen sind und da sehen wir auch, wie das Endergebnis ist. Ja, VP Sommerfeld, herzlichen Glückwunsch. Bobby, auch einen herzlichen Glückwunsch. Rakete, Platz 3, Glückwunsch. Auch an alle anderen Fahrer natürlich Glückwunsch für die Teilnahme, für die Erfahrung der grünen Hölle. Und ich würde mal sagen, nächsten Mittwoch wird es wieder ein Video geben, welche Rennstrecke wir fahren. Das erfahrt ihr alles über unsere Facebook-Seite. Meldet euch einfach an, Assetto Corsa Rookie Cup oder Rookie Liga. Oder schreibt einfach einen Kommentar in die YouTube-Kommentare rein. Ich setze mich gerne mit euch in Verbindung, falls ihr Interesse habt mitzufahren, würden wir uns freuen. Wir haben immer noch Plätze frei. Auch heute VP Sommerfeld ist das erste Mal mitgefahren und gleich auf Platz 1 gelandet. Also hier ist jeder herzlich willkommen, solange er sich gut benehmen kann. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!